Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Princess Peach Showtime. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Show von Princess Peach Showtime. Ja, beim letzten Mal hatten wir eine hitzige Verfolgungsjagd mit Cowgirl Peach, mit einem Zug und einem Pferd. Dieses Pferd wird immer in unserem Herzen sein. Und heute wollen wir den Cowgirl-Funkeli retten, oder Cowboy, je nachdem. Und dafür müssen wir ins unterste Geschoss. Ich bin da jetzt noch nicht reingegangen. Ich stehe hier im Foyer, damit ich jetzt nicht aus Versehen irgendwas da unten trigger. Ich weiß halt nicht, wie es bei dem zweiten ist. Bei dem ersten wurden wir einfach nach unten gesetzt gegen unseren Willen und konnten da dann auch nicht weg. Aber diesmal ist es ja mehr oder weniger freiwillig, also würde ich sagen, gehen wir jetzt da runter. Okay, es kommt keine Sequenz, wenn ich hier runtergehe. Kann ich mir schon mal merken. Da ganz oben rechts in der Ecke ist der. Man kann das hier dann, glaube ich, auch so ein bisschen abschätzen, ne? 5 auf der Seite und 5 auf der anderen Seite, oder? Ja. Auf beiden Seiten sind 5. Dann kann man daran doch eigentlich sogar die Kostüme abschätzen, wie viele es gibt. Der Zug und die bedrohte Stadt. Da sind nur 5 Funkelsterne. Beziehungsweise 4, weil eigentlich man sowieso geschenkt. Mein treues Ross. Da müssen wir Gas geben. Noch eine Verfolgungsjagd. Komm her. Hier. Jott. Warum kann ich die Fässer eigentlich nicht greifen? Ich komme. Hab dich! Klingt gut mit der Milch. Nein, noch nicht. Ich habe da was gesehen. Ich komme nicht drauf klar, dass ich die Dinger nicht greifen kann. Bestimmt kommt der Schleifentyp noch. Aber ich schaue mich trotzdem mal um. Vielleicht versteckt er sich hier. Hier habe ich ihn nämlich nirgendwo gesehen. Oh.
Meins. Da ist schon mal der nächste Stern. Als ob ich gleich nur noch einen Wagen habe. Das Fass nehme ich mal mit. Oh, ich sehe da was. Ja, ich helfe dir sofort. Na gut, damit haben wir auf jeden Fall alles hier gefunden, ne? Was für die neuen Wagen hier? Aber... dieser Zug verfolgt uns. Tschüss. Ich bin in einer anderen Dimension. Ich komme. Da hinten kommt was Böses, ich spüre es. Sofort gereicht, was ich tun soll. Hoppa! Hä? Wieso habe ich den letzten denn jetzt nicht bekommen? Da war ein X. Musste ich irgendein spezielles Fass greifen? Vielleicht habe ich auch zu schnell geworfen. Vielleicht muss das knapp sein. Mich irritiert es jetzt ein bisschen, dass ich den letzten Stern nicht bekommen habe. Weil normalerweise ist das der immer geschenkt ist. Das Spezialkleid sehen wir uns sofort gleich an. Erstmal gucke ich mir die Schleife an. Ja, sieht jetzt nicht so extrem hässlich aus. Aber ich finde nicht, dass es eine schöne Farbe ist. Also zumindest keine schöne Farbkombination. Aber Album? Ich habe auch das Bild nicht bekommen. Ich habe echt am Ende irgendwas verkackt. Vielleicht habe ich den Sprung nicht richtig geschafft. Ja, da werde ich nochmal reingehen müssen. Ja, wir sehen uns dann so gegen Ende wieder, weil da habe ich das verkackt. Okay, Leute, ich bin jetzt wieder an der Stelle hier. Ich versuche es jetzt extra mal knapp zu machen. Und noch ein bisschen auf die Fässer zu achten. Ich durfte nicht springen. Das war das Problem. Boah, wie dämlich war das denn? Oder es lag wirklich daran, dass es zu, nicht knapp genug war. Also, ich weiß nicht, was von beiden jetzt der Fehler war. Ich will es auch nicht rausfinden. Also die Sterne hier waren übrigens mega geschenkt. Also man musste da echt gar nicht drauf achten. Außer natürlich auf den, der unterhalb der Map war. So, dann gucken wir mal das Spezialkleid an, was wir uns hier kaufen können. Münzen sind ja mittlerweile nicht mehr unser Problem. Spezialkleid finde ich jetzt nicht so schön. Aber das Schöne liegt ja im Auge des Betrachters. Das Funkykleid dagegen hat etwas. Und wir auch mal was anderes tragen. Stella hat auch eine Funkgeschleife. Oh, die sieht schön aus.
Die wird angezogen. So, jetzt sind wir wieder in der zweiten Etage. Ich finde es ein bisschen doof, dass ich für alle Kleider, die ich kaufen will, wirklich einmal komplett nach unten rennen darf. Und irgendwie auf das nächste Stück freue ich mich so gar nicht. Die Gruselparty, da darf ich nämlich wieder backen und ich weiß, dass das stressig wird. Das letzte Mal habe ich ja die letzte Torte gerade so noch geschafft. Das war stressig. Das will ja ich nie nochmal. Aber bleibt uns ja nichts anderes übrig. Auf jeden Fall, Leute. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß mit der heutigen Show. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.